Herzlich willkommen zu Battle for the Couple Interviewing 2.0 Version. Ja, Version 2 an sich. Und wir sind gerade bei, machen Holz, um die Nacht zu schlagen. Und, also Status, was angeht unsere Felder, sind die soweit reif, nicht reif, aber im letzten Stadium. Ob da heute noch was kommt, fremde Felder sind auch nicht reif. Muss man halt abwarten, ne? Immer noch ein Wachstum. Alles gedüngt. Unkraut ist, naja, einzig auf 460 wäre ein bisschen viel Unkraut, ansonsten verkraftbar. Das kostet Feld 40. Knappe 3,3 Millionen. Was war drauf? Sonnenblumen, das wäre eigentlich ein lohnendes Feld. Und würde auch in dem Bereich hinpassen. Ne? Aber 3,3 Millionen? Naja. Ob noch die Bank so viel Geld gibt? Die müssen ja mal expandieren, ne? Von der Menge her nicht so viel Arbeit. Muss man nur noch nichts kaufen, Maisgebiss oder Sonnenblumen. Leute sind bei Sonnenblumen. Spezialgebiss muss man separat mit dem Fahrzeug haben. Sonst gibt es Probleme mit Transport. Mit Maisgebiss arbeiten dauert ein bisschen länger. Gut, wenn viel Drescher fahren, ne? Sollte eigentlich machbar sein. Denkt mal drüber nach. Also, wer möchte so Feld 40 kaufen, sofort melden. Da es ja noch nicht vollreif ist, würde ich warten, bis jetzt einer sich melden würde, und wenn das dann reif ist, würde ich dann vorläufig alleine entscheiden. Aber mal sehen. Vielleicht meldet sich einer. Kaufen. Wenn ich das genug Geldrahmen kriege, ne? Also Holz, würde ich das nicht bringen. Das ist gerade die frühe Morgentau hier da. Also jetzt könnte man nicht ernten, ne? Also wie gesagt, das Wetter bricht. Ja. So. 106, was sagen wir, haben wir nachgekriegt? Nö. Die älteren Tiere sind dann schwerer und die anderen sind halt leichter. So, unsere wir haben Pumpe. Ah, ja. Ein Jahr alt, ja. Das heißt, rein theoretisch. Naja, so verkaufen noch zu früh. Da müssen wir noch ein bisschen warten. Müssen mindestens 2 Jahre alt sein und bei 550 Kilogramm, denke ich mal,
Das ist Minimum. Aber nächstes Jahr im Sommer, ne? Oder im Frühling. Mal sehen. Die Rinder wachsen halt so schnell. Das heißt, wenn sie jetzt ein Jahr alt sind, dann werden die noch, ja, ein Jahr brauchen sie schon mal. Jetzt machen wir Luft, ne? Ich weiß gar nicht mehr genau, was wir bezahlt haben, aber da kann man genau nachschauen. Da waren sie 0,8 Jahre alt. Jetzt sind sie ja schon ein Jahr. So, 0,2. Älter geworden, Mann. Also Wahnsinn, Zeitraum. Ja, begonnen haben wir im Frühling. Und jetzt haben wir schon den frühen Sommer. Der zweiten Hälfte. Aber immerhin. Im Grunde reicht immer 3 Tage früh aus. Wo der Haken bei ist, bei 3 Tagen kann das sein. Das machen wir der Ernte. Echt Probleme kriegt, bekommt, weil wenn das Wetter nicht mitspielt, sind 3 Tage ziemlich eng, wo man nicht ernten kann. Ich wollte mal schauen, ob ich hier auf machen wir dann wieder auf 5, ob wir hier Bäume kriegen, den Fahrstück. Das war so, dass ich das Fahrstück weggenommen habe. Paletten. 1000. Ach, die haben wir drin. Ah, ja gut. Die 200 Stück. Ja, was ist das für ein Mod? 1000 Stück. Oder war es eine andere Baumsorte? Pappelsitzlinge, das wäre auch mal interessant. So, gut. Gut, fahren wir den mal ein bisschen weg, und endlich hier rankommen wir. Holz verkaufen können. So, dann müssen wir noch einen Traktor holen. für unsere Stumpen hier. Oben gleich. So, hier kann man ein bisschen erweitern, die Fläche. Oh, wie schön. Ha, hier sogar Musik. Ich weiß, letztes Jahr kam der Mod raus und der kam leider etwas zu spät in Mod-Hub, ne? Also so, was nehmen wir am besten? Nehmen wir so einen umbauen. Das heißt, die Gewichte wollen wir irgendwo hinstellen, wo ich dann garantiert nicht vergesse, dass ich hinstellen habe. Mein kleines Problemchen. Ein bisschen Ordnung habe ich schon gemacht. Zum Beispiel durften die ganzen Fahrzeuge. Jetzt müssten wir den mal auf Normalbereifung oder Breitreifen. Im Wald Breitreifen wäre gut.
Ja, und so geht Licht aus. Wir haben richtig Nebel, ne? So, den können wir gleich reparieren. Wenn wir hier sind. Michelin, ja, das ist ein guter Reifen. Big Boys. Teure Reifen hier. Aber das machen wir nicht alles, ne, für gutes Aussehen. Für die Reifen. Jetzt können wir unsere schöne Abfahrten hier sehen hier. Und vor der Mischfabrik hier. Ja, doch ein bisschen eine Kante sind da. Aber gut. Ja gut, aber der Traktor war ja eh geliehen und sag mal so, na gut, 5000. Ja. Würde hier ein Spieler nicht umbringen, ne? Muss man halt im Holz, einmal am Tag ein bisschen Holz verkaufen, aber ist drin das Geld, aber sag mal so, muss ja nicht sein, ne? Weil wir genug Traktoren haben. Dann hängen wir gleich wieder an. Steht nur im Weg. Oder wir müssen ja später suchen, ne? So. Wir müssen mal die Stunden wegnehmen. Können wir besser mit LKW arbeiten. Ja, die Baumstumpen, ne? Aber die sind weg. Jetzt haben wir später das Problem. Mit dem LKW. Oft genug festgefahren, ausgelegen und dann. So. Wir können zwar nicht alle wegnehmen, weil wir noch nicht rankommen, aber da wo wir gehen, wenn wir rankommen, machen wir das auch. Wenn einer sagt, wo doch eine Gebiet ist, ich bin froh, das hier ist hier vorbei. Keine Ahnung. Das ist vor wie gestern. Morgen früh um 3:30 ist noch zu Ende. Das einzige Gute ist, dass wir Freitag um 12 feiern können. Sozusagen ein langes Wochenende, Anführungszeichen, weil dann werden wir später schon beginnen. Nächste Woche. Aber morgen früh muss ich früh aufhören, das ist schlimm. Und ich kann erfahrungsgemäß nicht einschalten. Zur ersten Nacht, zur ersten Frühschicht. Hat einen Baum mitgenommen. Da kennt ja nichts. Ja, den kriegen wir auch nicht. Wenn mit Baum.
Auch Getreide gewachsen. Forelle noch nichts. Auf hinten, vorne. Was habe ich darauf gewartet? Das neueste Autoload-Hänger. Fällt der Bruder runter, ist von den hinten raus. Ah. Gleich wie vorne. So, kurz abladen wieder. Und wieder aufladen. Nehmen wir da vorne ein paar mit. Gut. Voll. Wahnsinn. So, Lieschor, das soll es für heute gewesen sein. Ich sag mal Tschüss und Winke Winke. Ciao, ciao. Wieder mal Holz, ne? Aber leider nicht anders. Die Ernte dauert noch ein bisschen. Das heißt, mal schön und winke, winke, ciao, ciao. Dann hören wir uns vielleicht nächste Woche, nächste Folge. Tschüss.